So, hier stehen dann wieder zwei. Das sollte jetzt eigentlich genug sein, um... Ach, jetzt kann ich hier die Tür nicht aufmachen, oder was? Doch, da. Ich wollte schon sagen, es wäre jetzt peinlich gewesen, wenn man die nur von außen aufmachen könnte. So, genau. Jetzt müssen wir wieder zurück. Denn dann werde ich jetzt mal meine Waffen aufleveln. Meine Rüstung, wenn möglich. Hello. So, genau, Mark 6. Und die Farben, die cyclen jetzt halt auch wieder durch. Na, die fangen jetzt wieder bei Gelb an, gehen über Grün, nach Blau, nach Rot und dann wieder Violett. Schön ist, wir können halt auch direkt Mark 4 Teile auf Mark 6 upgraden. Und die beiden wichtigsten Teile sind halt dann mein Gorgon-Anzug und das Ein-Maus-Set. Fehlt mir natürlich ein Bein. Das ist sehr praktisch. Und den Rest der ganzen Scrap-Sachen kommen dann wieder in die Bank. Fix gucken. Idealerweise kriege ich dann auch noch Teile hier für den Elite Hazard Dings. Genau, Leg Gear brauche ich. Ganz viel. Und Arme brauche ich. Genau, Arme und Beine. Aber Mark 6 macht schon einen riesen Unterschied. Ja, ihr seht das ja gerade hier selber. Und das Schöne ist halt, dass diese starken Gegner alle jetzt nicht mehr spawnen hier in der Gegend. Das ist halt sehr angenehm. Mit der Waffe hier habt ihr halt ein sehr einfaches Spiel. Wenn man sich seine Stamina so ein bisschen verwaltet. Ja.
Beinteile, Beinteile, gibt mir eure Beinteile. Schön ist halt, die Waffe ist zwar technisch gesehen eine Twin-Rigged, verhält sich aber wie eine Single-Rigged-Waffe. Und ist quasi die, ja, die V2-Version vom letzten Boss. Normalerweise würde der halt eine Single-Rigged-Waffe oder eine One-Handed-Waffe fallen lassen, Mimetic Edge. Die ist ähnlich gut, aber nicht ganz so stark und nicht ganz so schnell. Und ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was diese Waffe auf Mark 10 macht. Wenn wir dann wieder gegen den Endboss kämpfen. Ich schnetzel mich jetzt hier einfach nochmal durch den Bereich, denn wir hatten ja vorher noch eine Tür, die nicht aufging. Da will ich auf jeden Fall rein. Bevor wir uns dann mit Pax beschäftigen. Dann werde ich mir dann nochmal die Pax Version 1.0 holen, einfach nur, weil wir sie haben. Oder einfach nur, damit wir sie kriegen. Das sollten eigentlich genug Beinteile gewesen sein, aber ich mache trotzdem mal weiter. Und ich hoffe, ihr seht jetzt auch, was ich in meinem ersten Video halt meinte, von wegen, das ist eigentlich alles total einfach, aber wenn man sich an den Flow hier gewöhnt hat, gerade auch später, wenn die Waffen noch höher gelevelt sind, und dann ein neues Spiel anfängt auf Level 1, ist es total ungewohnt. Ja, weil auch das Waffenhandling dann komplett anderes ist. Schnelleres Waffenhandling gewohnt. Das sollte doch mindestens eine Arm wert sein. Genau. Mark, was ist das? 5, 6, 7. Sehr schön. Können wir vielleicht auch gleich schon die Waffe aufleveln, wenn wir hier durch sind. Zeige ich euch halt auch den einfachen Weg, Pax zu besiegen. Und wenn ich jetzt hier schon Armteile anvisiere, dann kann ich auch direkt den Waffenarm anvisieren. Ja, noch Waffenteile. Das ist auch sehr schön, zusätzlich zu den Armteilen. Später, wenn wir in den ganzen Gebieten dann halbwegs fertig sind mit den Gegnern. Nein! Oh, ich depp. Ich. Orientieren, da muss ich lang. Ich hätte springen sollen, weniger labern. Genau, wenn wir dann später in den Levels dann mit dem Teilefarmen fertig sind, kann ich auch die ganzen ungepanzerten Körperstellen anvisieren.
dann geht das halt alles noch schneller. Aber die Stamina-Regenerationsrate mit diesem Anzug ist einfach phänomenal. Und ihr könnt das Spiel natürlich auch anders spielen. Es gibt ja verschiedene Builds. Es gibt auch Builds, wo ihr dann den Energielevel hochhalten müsst, um halt Waffenschaden zu verursachen und sowas. Da gibt es dann auch entsprechende Plugins für, die das dann unterstützen. Es gibt ja Plugins, die dann irgendwie halt Energie erzeugen. Und dann müsst ihr den Energielevel einfach nur durch konsequente Attacken hochhalten. Ich bin halt eher so ein Health-Spieler. Auch bei Dark Souls irgendwie immer gewesen. Ein bisschen mehr Health und dann halbwegs vernünftige Waffen-Skills dann aufbauen. Eine schnelle Attacke und dann wieder zurückziehen oder halt dann mächtige Attacken dann aber vorhersehbar. Oder halt ohne großes Risiko. So, springen, dankeschön. Und dann halt irgendwie viel Abwehr. Dabei aber nicht unbedingt den schwersten Körperpanzer. Also so ein Mix aus tatsächlich Beweglichkeit und Angriffsstärke. Na, dankeschön, da hätte ich jetzt eigentlich einen Arm erwartet. Okay. Und das Ganze mache ich jetzt hier im Endeffekt auch. Also ich habe jetzt hier Stamina drin, ich habe Energieaufbau, einfach damit ich meine Drohne hinterher sustainen kann. Ne, Energieaufbau ist halt auch sehr wichtig, damit ich, wie gesagt, meine Drohne dann auch benutzen kann. Good to see you. Und ja, ansonsten halt, genau, Lebensenergie, Heilung und alles, also sehr Lebensenergie fixiert. So, jetzt müsste ich dieses Bein auch upgraden können, genau. Dann habe ich jetzt meinen kompletten Panzer auf Dingens. Ich glaube, diese Waffe werde ich bis auf Weiteres nicht mehr benutzen. Also ich werde bei den beiden Waffen hier bleiben. Beziehungsweise Götterdämmerung, was kann das auf Mark? So, wir haben jetzt hier 171. Der ist 163, also der Pax V2 oder der Judge 2.0 ist halt dann schon soweit die beste Zweihandwaffe. Also die Heavy Duty. Das ist halt auch Heavy Duty und der kann halt nur 163. So, der hat High, Low, Very High, 55. High, Low, Very High, 55. Also die Waffenstats sind eigentlich gleich. Soweit, aber mit dem Judge bekommen wir einfach mehr Schaden raus. Genau, und hier haben wir halt den Fractal Reaver, Single Rigged. Ist halt auch eine sehr starke Single Rigged Waffe. Wo haben wir denn hier mal eine andere? Der Pax 2.0 macht, würde 166 machen. Der 162, also auch hier die Bosswaffen sind eigentlich ungeschlagen. In der ganzen Damage-Skalierung. So, Brustteil habe ich jetzt keine. Kopfteil habe ich auch keine mehr übrig. Schade, genau. Iron Maus wollte ich jetzt hier noch. So. Einfach damit ich da auch ein bisschen konkurrenzfähig bin. Sobald wir die Drohne wieder bekommen. Genau, Elite Hazard. Leg ihr könnte ich jetzt noch upgraden, aber wir haben kein Geld mehr. Was sehr schade ist, aber okay. Dann würde ich mal sagen, auf zum Boss. Denn wir haben ja jetzt im Endeffekt alles. Und das nach knapp 46 Minuten Ingame-Zeit. Man einfach, wie viel Zeit man mit Aufleveln und sonst was verschwendet. Und hier müssen wir im Endeffekt drei Rüstungen uns jetzt nur vorhalten. Und hier bereite ich jetzt schon mal vor, dass ich die Elite Hazard Suit Rüstung jetzt auch mal aufbauen werde. Obwohl das eigentlich Quatsch ist, denn im nächsten Level kriegen wir auch so nach und nach Mark 2 Teile. Ja, dann willkommen, Pax. Reboot in progress. System check initiated. Error bypassing. Error
Und das Schöne ist, dass wir im ersten Spieldurchlauf alle 2-0 Waffen schon bekommen haben. Kann ich jetzt hier ganz in Ruhe. Klonk. So nicht. Autsch. So, wenn wir nämlich unter ihm stehen bleiben, wenn er anfängt, seine Raketen zu schießen, beschießt der Depp sich selber. Ne, zack. Und das ist halt die Attacke, die ihr nicht unbedingt machen solltet, wenn ihr die 2.0er-Version haben wollt von der Aua. Von den Waffen. Ach, Intruder Hostile, echt? Wow, 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 Kollege. Oh. Autsch. Na, und das war jetzt auch sehr gewagt von mir. Dass ich hier so komplett ohne Health irgendwie hingehe. Autsch. Das könnte böse enden. Hier echt gucken, dass ich hier meine Health-Dinger aufkriege, aber ich glaube, das war's. Sehr schön, Pax Imperator Version 1.0. Ja, das war der erste Boss. Wohlbemerkt mit 0 Health Injections. Sehr mutig. Twin Rigged Level 14. Sehr schön. Dann können wir ja weitermachen. Audio-Log, obwohl ich die eigentlich alle habe. Also für jedes Audio-Log, also für jede abgeschlossene Geschichte, bekommt ihr auch Achievements. Und ja, nach 50 Minuten im Spiel sind wir schon in Areal 2. Jetzt könnt ihr ja einfach mal die Stimmen nebeneinander halten. Ja, genug davon. Von ihr werden wir noch mehr als genug hören. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt endlich unsere Drohne. Connection failure. Rerouting. Manual link established. Welcome to main production. Worker number. Database error. Let me show you around. Now, how may I help you? Let me show you around. Around. Fabulous. Then where's operations? Information unavailable. Seems you've got a screw loose somewhere. Naja, auf jeden Fall können wir uns die ganzen Dialoge ja sparen. Das haben wir ja alles schon hinter uns. Please hold the line.
So, komm her. Und da haben wir sie wieder, unsere Schilddrohne. Hallo, alter Freund. Den Schaden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Welcome. This unit is currently running on emergency power. Services are limited at the moment. We will take care. Stimmt ja, wir müssen ja hier ein Power Circuit umbauen. Da kommt jetzt Firebug. Der hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Sollte hier auf Nummer sicher gehen. Denn, wie gehabt, ich habe irgendwie null Health Implants. So, jetzt ist hier auch alles freigeschaltet. This is not a scheduled break time. Anyone there? Are you receiving? Erstmal hole ich mir hier meine Health wieder. Warren. Und ich skippe jetzt hier überall durch. Die Story ist ja soweit bekannt. Nein. Irgendwas fehlte doch gerade noch. Egal. She said I should get to the executive building. It's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting there that's the problem. She said things will soon be under control, and they'd ask for external aid. It could tell you how serious things have gotten if they called for outside help. But you know what? It's fine. If they've got everything under control, I'm just gonna sit here and wait for them. It's terrifying enough listening to the noises. I don't want being out there. I'm safe here. Das war dann auch wieder zu viel des Guten. Erstaunlich, wie schnell das hier alles geht. Und ich denke mal, ich werde die ganzen Quests hier auch im Schnelldurchgang machen, einfach damit ich die Teile auch alle bekomme. Damn. Thanks, man. I thought I was stuck in here for good. Come on. Say something. I appreciate. Das ist ja hier unser Drogensüchtiger. Total interessantes Gespräch. Genau, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache. Ich hatte ja auch gesagt, in dem... Oh, in dem ersten Durchlauf hier kommen wir ja gleich da oben zu den ganzen Drohnenrobotern. Also diesen, ne? Ihr wisst schon. Dass die im New Game Plus total einfach sind. Und ich hoffe, dass diese These kann ich gleich bestätigen. Denn wir haben ja die eiserne Maus und eine Schilddrohne. Das heißt, wir müssen die jetzt alle ohne Probleme auseinandernehmen können. Ne, eigentlich und so.
ja nicht staggern können. Weil die uns ja nicht staggern können, denn diese Drohne müsste ja eigentlich ein Schild um uns errichten. Was sie aber natürlich wieder nicht getan hat. Warum sollte sie auch? Nämlich so. Dass man hier nämlich einfach mal schön da durchrotzen kann. Ja, und das war's zum Thema Drohnen. So viel dazu. Haben wir das ja auch alles geklärt. So. Ich muss mich hier mal so langsam ein bisschen anders hinsetzen, denn es ist ja nur schon jetzt eine Weile, dass ich hier sitze und es wird so langsam unbequem. Ich glaube, da hinten war ich, ne? Ja. So, den haben wir. Ich glaube, hier war noch ein Audiolog, genau. So much time has passed. Minutes, hours, days, places. I was told it wouldn't hurt. Und genau da hinten auf der Brücke ist noch einer. Hey, you! Over here! Over here! Rigs out of juice. I'm a fucking statue here. Can't move a thing. So, und hier ist jetzt wieder ein sehr starker Gegner. Der mir hier gerade so richtig schön die Hosen auszieht. Das Schöne ist halt, wenn man bei den starken Gegnern die weichen Körperteile, also die ungepanzerten Körperteile anvisiert, dann hilft das meistens sehr viel, weil die dann nicht mehr so schnell angreifen können. Deswegen werde ich hier immer wieder mal zwischen den beiden Armor-Typen wechseln. So, hier gab es noch was. Please, man. Ja, und hier, das meinte ich einfach mit, von wegen, ob das im Amerikanischen genauso peinlich ist, dass der mit so einem Akzent spricht. Und im Deutschen wie, ja, ich hab mich hier verkrochen, wa? Dieses Berlinerische, was ich sagte. Ich muss sagen, für mich hört sich das im Amerikanischen einfach viel natürlicher an. Also bei mir um die Ecke im Baumarkt, da arbeitet auch jemand, der kommt aus Berlin. Da ist natürlich dann der Akzent auch vorhanden, aber halt eben nie so krass übertrieben, wie es mir hier halt vorkommt. Also das klingt dann einfach natürlicher. Da kommen dann halt auch so Sätze wie Icke und Wa. Aber du kommst dir halt nicht vor wie auf einem Mario Bart Konzert. Also Auftritt. Mist. So, und bei der Waffe ist Timing halt alles. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt.